Willkommen zurück zu diesem Playthrough mit, wo sind sie, mit Pilzgefährten und jetzt neu im Team, Vivan Gefährte. Was geht ab, Vivan Gefährte, kann ich dich auch streicheln? Vivan, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, Vivan, komm her, komm her, ai, Mist. Und ein neues SMG, wo ist es? Hier. Brrrr. Ja. Das ist auf Schnellfeuer gestellt. Die Gefährten machen schon. Granate ist noch immer da. Hab ich gesehen. Geh nicht wirklich auf. Danke, danke. Geh nicht. Okay, ihr wollt Ärger. Ihr könnt ihr haben. Ich gehe nicht wirklich auf. Goldene Kugeln. Ich weiß, wo ziemlich viele sind auf Brachthof, aber. Ich behalte mir das mal auf, falls ich schlechte Loot habe. Brrr. Komm schon, Gefährten. Raus hier. Der Schicksalsbringer hält plötzlich inne. Doch auch wenn die Schatten geschärfte Zähne blecken und die Berge sich auftürmen, nur die Mission wird bestehen. Er hat auch eine nette Stimme. Dritte Oberwelt. Jo, dann machen wir das. Weißer Dude. Wie geil. Dritte Oberwelt. Ja. Und ich dachte, ich hätte schon das Schlimmste von ihr erlebt, aber einen ganzen Ozean zu zerstören, nur um ihre Story voranzutreiben? Und du hast mitgemacht. Froh, dein kleines Spiel zu spielen. Hey, du. Bereit für einen Schuss ins Blaue? Ich bin schon eines der schärfsten Geschosse in den Wonderlands, aber ich will zur Legende werden. Mir kam zu Ohren, dass die Armee der Untoten ein legendäres Fliegedings gefunden hat. Nur damit werde ich zu einer wahren Legende. Kannst du es mir besorgen? Legendäres Fliegedings. Gott sei Dank. Ich wollte so viel erleben. Ein Held sein, mit Nerven so kalt. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Brachthof. Nein. Nein, ich mochte das Gedicht nicht. Bohne! Hey, du! Ja, ich rede mit dir! Ich, die magische Bohne! Kein Grund, sich aufzuregen! Ah, ich könnte deine Hilfe gebrauchen! Also, da treibe ich so im Ozean rum, genieße die Meeresluft und so. Und was passiert? Der Ozean fliegt einfach in die Luft. Und jetzt sitze ich hier draußen fest und backe in der Sonne wie eine... Okay, ja, wie eine gebackene Bohne. Aber hey, wenn du mir was Gutes tun willst, pflanz mich irgendwo ein. Mitgenommen. Meine Güte, habe ich ein Glück, dass du gekommen bist. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Und jetzt lass uns einen schöneren Ort finden, wo ich, sprießen kann. Vor dir siehst du eine aufgestellte Brücke. Wozu ist sie so nützlich? Wenn du ihr einen Schlag verpasst, könnte sie brauchbar sein. Okay, komm ich nicht unten rein. Schriftrolle. Lager. Was ist hier? Nicht. Kommt das aus dem Verlies? Oh. Es ist ein Schreinteil. Dann rein doch. Die sieht schon mal gleich aus, eigentlich. Also, haben wir uns da schnell durch. Ich habe keine Gnade. Mhm. Okay. Wir haben keine Zeit für diesen lächerlichen Hüllen. Um Dungeons. Ihr gefällt meine Waffe? Ist nein. Bereit zum Auslaufen? Du wirst es. Muss ich denn alles allein machen? Wo ist sie? Ah, da unten. Neben Vivan Gefährten. Badass.
Na dann her mit dem Tornado. Mal schauen, wie badass du wirklich bist. Echt badass. Und dann? Kommt das badass. Also, dass er ein Schwert hat. Das kommt halt. Blitzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Was hat Vivan Gefährte gemacht? Daran gerochen. Ist auch nicht besser. Wenn du es einstimmst, singe ich mit. Dann singe ich dein Seemannslied mit. Wir schreien Teil. Komm doch mal. Das Schreinteil. Jo. Wahrscheinlich geht's nur weiter. Das wäre doch. Kackenbrocke. Nein, ich krieg's. Dein Schreinteil glitzert in der Sonne. Ja. Glitzerlich glitzert. Ja. Danke, danke. So wenig Würfel hier. Eine aufgestellte Brücke steht vor dir und wartet auf deine mächtige Faust. Die Brücke fällt und überbrückt die Schlucht. Meine Güte. Deshalb wohl auch der Name Brücke. Verrückt. Echt verrückt. Der Weg erstreckt sich vor dir. Yay. Alles klar, Mann. Hey, du da! Hilf mir im Namen der Forschung. Wie ich sehe, blockiert giftiger Seetang deinen Weg. Normalerweise kein Problem, wenn man darüber hinwegschwimmen kann. Zum Glück bin ich der weltbeste Alchemist. Zumindest der beste in meiner Familie. Meine Meeresalgenlösung ist die Lösung. Sie lässt sie schmelzen. Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht, der Schutzpatronin der Erfahrung. Grindana. Über die Schriftrolle auf. Machen wir. Okay. Ich werfe Geld hinein und kriege Geld hinaus. Interessant. Ist voller anzüglicher Details und schmutziger Geschichten aus der Promi-Welt der Untoten. Aber ein Eintrag springt euch ins Auge. Er besagt, dass in der Flockengrotte ein legendäres Fliegedings gefunden wurde. Oh, das ist doch eine Höhle, wo ich gerade war, oder? Das Verlies da drüben verströmt starke, in mir ist ein Scheinteil-Vibes. Gleicher Dungeon. Gleicher Dungeon. Verdammt. Dort blasen er oder sie oder die da. Hexen und Hexer gehören auf den Zeitplan. Also ich bin doch nicht Witcher, okay? Du Hexer und Hexen auf den Scheiterhaufen hauen musst. Nette Landung. Du wirst mit der Flut ausgespült. Deine meisten Seebären bringst du. Keine neuen Tricks. Das ist eine sehr launische und treulose Generation. Mach eine Fußtour! Der Badass hier ist er. Verpassen wir deinem Rumpf mal ein paar
schon. Geh drauf, Mann. Ich verstehe nicht, warum die Waffe manchmal Vollauto ist und manchmal nicht. Aber das Vollauto zerstört ihr richtig. Komm schon, Gefährten. Eisdorn ist, glaube ich, nicht so meins. Vollweg interessiert mich gerade auch nicht. Ja, ja. Das geht doch. Gib mir ein gutes Schreinteil. Ein Schreinteil. Nehmen wir ja auf, oder? Okay, passt, passt. Ah. Ich habe ja Audio-Probleme. Weißt, dass ich nehme nicht auf, Probleme habe. Das war kein Schreinteil. Mist, Runde 2. Okay. Ah, da geht schon mehr ab. Muss ich einfach schneller tappen. Selbst die Musik ist in diesen Dungeons ziemlich sachte. Die Granate kann ich dann mal abtauschen. Oder der Zauber halt. Der ist nicht mehr so episch. Oh, ich bin ewig lang weiter gerade. Okay, doch. Schreinteil auch nicht. Wo ist mein Sturmgewehr hier? Testen wir das neue. Okay, verstehe. Das andere war ziemlich gut, also weiß ich nicht, ob es wert ist. Gut für Distanz. Gut für Distanz, aber weniger Spaß irgendwie. Egal was. Da ist noch ein Boss. Captain Swallow, okay. Der Vogel Swallow. Das ist eine Frau. Natürlich. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Okay, mit Swallow. Ich habe letztens mitbekommen, wie ich da war. Ich glaube, da war es einfach zu schnell tot. Und es war rum. Ah, ich habe dieses SMG ausgetauscht mit der. Verstehe ich nicht. Physik. Yay. Berserker. Kopfboss, Berserker. Alles nicht meins. Und
eine wahre Loot. Dein schnuckeliger Blick fällt auf ein Schreinteil. Du hast ein Schreinteil ergattert, Baby! Doch, mein Blick ist gar nicht so schnuckelig. Nun, Schätzung. Das ist ja böse, sadistisch. Reiche die Höhle, Lager, die Wurzeln und Tiefen. Nein. Ah, hier. Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein! Er ist zu einem Felsen geworden. Verdammt und zugenäht! Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotzessenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Natürlich. Die Rotzessenz. War ich nicht schon bei der Höhle? Nein. Oh, Bubblehead Map. Ja, tief in dieser Höhle solltest du die reine Rotzessenz finden. Kämpfe dir den Weg frei. Granaten werden gleich ausgetauscht. Vernichtet. Ah! Das mit dir. Riesentroben. Ohne bekommt man da auch nicht sehr viel. Jetzt gefährt er schon wieder mitfahren lassen. Ah. Pilzgeführte. Ein paar Gegner wieder kaputt. Ja. Wollte ich was Besseres finden. Weg mit der Granate. Von Orten sauber. Das bringt es einfach nicht mehr. Ich mache einfach die ganzen diese Missionen in dieser Mission. Ist das jetzt ein Sniper oder ein Raketensorbe? Sieht fett aus. Nicht getestet. Die reine Rotzessenz ist so nah, dass man sie riechen kann. Sie wird schwer bewacht sein. Irgendwie hat es was Cooles. Ich dir auch schon die Rotzessenz? Eine unreine Rotzessenz, wo Rotzessenz schon wird. Ich verstehe diese Pistole nicht, aber sie macht Schaden. Blitzgefährte. Wer das? Ich, dafür habe ich genau den Launcher. Naja. Die reine Rotzessenz. Schnell, heb sie auf. Genieße die Erfahrung. Die Erfahrung. Oh Gott. Mist, falsche Waffe ausgetauscht.
Ist doch. Oh, riecht nach Rotz. Ups. Betritt das Portal, Sir. Winner. Ich hab deinen Ratz. Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Träufle diese verbesserte Meeresalgenlösung auf den Seetang, der dir den Weg versperrt. Ich bin der weltbeste Alchemist. Nicht übertreiben. Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei. Meine Alchemie ist die stärkste im ganzen Land. Aber zuerst noch eine andere Mission. Eine weitere Höhle. Höhlenfeind. Das sollte der Ort sein. Such das Fliegedings und erledige jeden, der dir im Weg steht. Alle, wieso nicht ein wenig vordrängeln? Das mal andere Höhle zur Abwechslung mal. Gefährte, nicht auf mich damit. Ich weiß hier schon husten, aber das höre ich gern. Wird auch nicht lange angehalten, Pilzgefährte. Oh. Unbekannt. Gib mir den Boss. Da drüben. Oi. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so feucht. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. So. Ich kann es kaum erwarten, das Fliegedings in die Hände zu bekommen. Such weiter. Das war's noch nicht. Neuer Launcher. Wo haben wir wenig Money? Ist das ein neuer Epic Games Launcher? Nein. Ein Stiefelklopfer. Was haben wir? Aufprall und haften. Das Fliegedings muss da drin sein. Schaff dir das Gesindel vom Hals. Ich werde dein Gehirn fressen. Nicht aus Gier, ich bin kein Zombie. Aber ich kann dir echt nicht sein. Oh. Bitte High Ground. Oh, Pilzgefährte. Sabotiert mich. Weg mit dir. Sehr effektiv. Tasse aus meinem Schädel. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich. Das war's mit meiner Moni. Einen Schuss. Oh, der wird richtig vergast. Von allem. Ja, was tust du dagegen, kleiner Ferdas? Das Fliegedings muss in dieser Truhe sein. Ich kann es kaum erwarten. Das ist eine Fliege. God damn.
Wo ist sie? Hier oben. Er ist perfekt. Genau der legendäre Style, der meine Marke nach vorne pusht. Danke. Ein Autogramm gibt's aber nicht. Ja, ist nicht das. Will ich wohl diese Lager machen. Die Lager. Ah, es ist direkt neben mir, bevor ich Brachthof gehe. Mach ich noch eins. Lager. Nach deinem Tod habe ich genug Luft, um auf Stufe 3 aufzusteigen. Du hast Luft angenommen. Okay. Das ist irgendwie lustig, der Zauber. Er ist nicht gut, aber er ist lustig. Das ist ein Swall oder Vogel auf Deutsch. Das ist natürlich einen ganz anderen Namen. Ja, dann nicht. Okay. Kann ich mir durchlesen? Nein. Wie viel Platz habe ich in dem Inventar? Nicht mehr viel. Ich werde mir das alles genau durchlesen und dann die Folge beenden hier. Jo, peace out.